Kumpel-FB-Teamchef Franco Foda wird bei der Kaderbekanntgabe für die Länderspiele gegen Schweden 6.9. Freundschaft Generali Arena bzw. in Bosnien und Herzegowina 11.9. Auftakt Nations League nicht müde zu betonen, welch Qual der Wahl er hatte. Der Deutsche verzichtete auf 8 Spieler, die im Juni-Lehrgang dabei waren, und holte 4 Rückkehrer wieder ins Aufgebot. Ein Akteur, der fehlt, ist Sturmtorhüter Jörg Siebenhandel. Die Frage nach der Nummer 1 geht in die nächste Runde. Längeres Gespräch mit Jörg Siebenhandel vor Absage. Siebenhandel war im Juni noch unter den Top-2 Torhütern, spielte gegen Deutschland, während Heinz Lindner gegen Russland und Brasilien das ÖFB-Gehäuse hütete. Der Patzer des Sturmkeepers, als er bei einem Abschlag Mesut Özil das 0:1 auflegte, blieb in Erinnerung. Auch in der Bundesliga und in der Europa League Quali gegen Larnaca wirkte der 28-Jährige bei weitem nicht mehr so sattelfest wie noch in der vergangenen Spielzeit. Dazu fiel er aufgrund einer Muskelverletzung zuletzt für 2 Spiele aus. Ich habe gestern mit Jörg Siebenhandel noch ein längeres Gespräch geführt, weil er auch gegen Deutschland gespielt hat, berichtet Foda, der seinem ehemaligen Schützling aus Grazer Zeiten nicht gerne abgesagt hat. Das sind unangenehme Momente, aber das gehört zum Geschäft dazu, diese Entscheidungen zu treffen, meint der Teamchef in Bezug auf alle Spieler, denen er einen Korb geben musste. Eine weitere Schwierigkeit war, dass er sein Aufgebot an Torhütern reduzieren musste. Ich hatte ja beim letzten Lehrgang 4 Torhüter an Bord, diesmal musste ich mich für 3 entschieden, gibt der Teamchef zu bedenken. Lindner sehr gut, Strebinger überragend, Stankovic souverän. Es war aber im Endeffekt scheinbar vielmehr eine Entscheidung für jene 3 Leistungsträger, die nun im Kader stehen, denn gegen Siebenhandel selbst. Dies begründet Österreichs Chefbetreuer in Bezug auf dessen Kontrahenten folgendermaßen: Heinz Lindner hat seine Sache in den letzten Spielen sehr gut gemacht. Es war einfach so, dass Richard Strebinger gerade in den letzten Wochen, wo ich ihn und die anderen oft beobachtet habe, überragend gehalten hat. Zeken Stankovic ist jetzt auch in Salzburg fixer Torwart, der sehr souverän gewirkt hat. Insofern war die Entscheidung sehr schwierig, aber ich habe mich für diesen Lehrgang jetzt für diese 3 Torhüter entschieden. Deshalb ist die Tür für Siebenhandel bei weitem nicht zu, nur gegen Schweden und Bosnien-Herzegowina werden andere um die Nummer 1 kämpfen, mit jeweils unterschiedlichen Vorzeichen und Erfahrungen. Klarer Favorit ist Heinz Lindner, da er die meisten Erfahrung mitbringt, seit seinem Debüt 2012 schon 19 Mal das ÖFB-Tor hütete und der trotz Fehlstart der Grasshoppers Zürich in die Schweizer Super League das Vertrauen unter Thorsten Fink genießt. Klare Nummer 1 oder Chancen für Neulinge? Auf der anderen Seite stehen mit Strebinger und Stankovic die Herausforderer. Sowohl der Rapid-Rückhalt als auch sein Salzburg-Pendant wurden im Mai erstmals ins rot-weiß-rote Aufgebot einberufen und durften unter Foda reinschnuppern. Für beide spricht die aktuelle Form. Rapids Nummer 1 ist in der Zeit bestens aufgelegt und rettete den Hütteldorfern mit seinen Paraden bereits einige Punkte bzw. positive Ergebnisse gegen Slovan Bratislava oder FCSB. Auch Stankovic hat sich als neue Nummer 1 des Meisters nicht zu Schulden kommen lassen und steht als Nachfolger von Alexander Walke für eine neue Zeitrechnung bei den Polen. Ob Foda den Test gegen Schweden nützt, um verschiedenen Torhütern im Hinblick auf den Auftakt in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina eine Chance zu geben oder ob er eine klare Nummer 1 definiert, bleibt abzuwarten. Bisher gibt sich der Mainzer noch etwas geheimnisvoll, im Prinzip muss ich jetzt keine Nummer 1 definieren, sondern im Fußball geht es einfach um Leistung. Diese und ihre Form dürfen alle 3 Keeper ab Montag im Team Kimp unter Beweis stellen. Wer soll gegen Schweden und Bosnien im ÖFB-Tor stehen? Wer soll gegen Schweden und Bosnien im ÖFB-Tor stehen?
Textquelle Urheberrecht Laola 1.at. Das ist Frankofo, das ÖFB-Kader für Schweden und Bosnien zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare. Rechtliche Hinweise: Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.